Ich habe einmal unmittelbar mit einem Sterbenden zu tun gehabt, das war ein sterbendes Kind. Das war ein krebskranker Bub, der eigentlich hat schon ganz gut ausgeschaut, er war aus dem Krankenhaus auch schon wieder entlassen. Und dann kam ein Rückfall und er wusste wohl, dass das zu Ende geht. Und ich saß da so an seinem Bett und das ist, Kinder, die sterben, haben ja so eine wahnsinnige Weisheit. Die sind, ich weiß nicht, wo die schon sind. Die sind noch aus der letzten Reise gerade erst angekommen und gehen schon die nächste Reise. Die wissen so viel mehr und ja, man weiß nicht, soll man die Hand halten oder wünscht man sich eigentlich, dass er meine Hand hält. Er hat mich dann gefragt, wie geht das, das Sterben? Und das war sicherlich einer der schwierigsten, aber auch berührendsten Momente, die ich überhaupt erlebt habe. Ich habe lang nachgedacht, weil offenbar hat er geglaubt, ich weiß, wie alles geht. Und ich habe es natürlich überhaupt nicht gewusst und habe halt dann ja so meine Vorstellung gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, es geht so, wie wenn du die Augen zumachst und schlafen kannst und was Schönes träumst und an deine liebsten Menschen denkst und die sind alle bei dir und dann schlafst du ein und dann wird es schön sein und es wird dir nichts mehr wehtun und du wirst all das machen, was du so gerne gemacht hast. Aber ob es wirklich so geht, ich habe keine Ahnung.